Das Tanklager der Erich Dötsch Mineralöl KG in Andernach direkt am Rhein. Strengere Auflagen des Gesetzgebers forcieren hier wie in fast allen Industriebereichen eine Reihe von Modernisierungsprojekten. Dabei geht es vor allem darum, die Sicherheit zu erhöhen. Wenn man an Sicherheit denkt für Mensch, für Umwelt und letztendlich auch für die betriebliche Sicherheit, gehört auch, dass man sich die Elektronik anschaut. In dem Zusammenhang haben wir auch eine neue Füllstandsmessung installiert und ein System zur automatisierten Schiffsabschaltung. Ja, für uns war vor allen Dingen wichtig, es handelt sich ja hier um einen gewachsenen Industriebetrieb, auch bestehende, noch aktuelle Systeme, die wir sicherlich ja auch hier an Bord haben, mit neuen Technik vernetzt werden konnten. Dass man also nicht das komplette System erneuern muss, sondern dass man modular alte Systeme anbinden kann. Und das ist uns mit Endres und Hauser eigentlich gut gelungen. Zusammen mit den Experten von Endres und Hauser werden jetzt alle Großtanks mit einer Sicherheitseinrichtung nach dem Wasserhaushaltsgesetz ausgestattet. Dazu gehört insbesondere die Überfüllsicherung mit automatisierter Schiffsabschaltung. Das WHG als Hauptteil des deutschen Wasserrechts enthält unter anderem Bestimmungen über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Das WHG fordert vom Betreiber eine fachgerechte Errichtung und Inbetriebnahme einer Überfüllsicherung. Zweck dieser Überfüllsicherung ist es, den Füllstand von wassergefährdenden Flüssigkeiten zu überwachen. Dazu müssen Sie wissen, die Schiffe fördern mit eigenen Pumpen die Kraftstoffe in die Großtanks. Eine Überfüllung ist nicht nur aus Umweltschutzgründen unbedingt zu vermeiden, deshalb auch eine Überfüllsicherung. Der Füllvorgang muss rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Füllstandes im Behälter unterbrochen werden und ein akustischer bzw. ein optischer Alarm ausgelöst werden. Ein wesentliches Kriterium war darüber hinaus eine Klassifizierung nach SIL. Endres und Hauser verfügt im Engineering über zertifizierte Experten für funktionale Sicherheit. Sie ermitteln in einer PLT-Schutzkreisberechnung nach VDE 2180 für die gesamte Sicherheitssteuerung einen Sicherheitsintegrationslevel. Im Falle des Tanklagers Erich Dötsch wurde ein Sicherheitslevel, ein SIL-Level von 2 erreicht. Und das entspricht den strengen Vorgaben. Für den Tanklagerbetreiber Erich Dötsch hat sich diese Investition gelohnt. Ja, am Ende kann man sagen, wir haben ein gutes Stück Sicherheit für uns erreicht. Dadurch, dass wir jetzt eine automatisierte Schiffsabschaltung in unserem Tanklager haben. Und was uns besonders auch gefreut hat bei der Umsetzung des Projektes, war, dass wir das ganze Thema ja modular bearbeiten können. Das heißt, geplante kleine Teilschritte, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir keine nennenswerten Betriebsstillstände hatten. Ja, und dann kann man zum Schluss noch sagen, in Bezug auf die wiederkehrenden Prüfungen haben wir es jetzt auch deutlich einfacher. Vorher hatten wir mehrere Kontraktoren, die zu koordinieren waren. Jetzt haben wir nur noch einen Ansprechpartner. Doch es ging in Andernach noch um mehr, denn auch das Bestandsmanagement war nicht mehr zeitgemäß. Das vorhandene Tanklagermanagement basierte auf einem seit längeren abgekündigten Betriebssystem. Weder Hardware-Komponenten noch Software-Support waren noch erhältlich. Mit der Umstellung auf TankVision arbeitet das Erich Dötsch Tanklager nun auf einem webbrowserbasierten, eichfähigen Bestandsmanagementsystem. Ein großer Schritt zu mehr Sicherheit und Unabhängigkeit. Endres und Hauser, einfach alles, alles einfach.